Hallo Mike. Hallo Alexandra. Ich freue mich sehr, dich hier zu treffen in der schönen Pfalz. Mike, du warst vor langer Zeit einmal bei uns in Bamberg zum Deutschlernen. 26 Jahre genau. Das heißt, das war 1996. Du bist gut mit Mathe. 26 Jahre. Mike, warum hast du damals Deutsch gelernt? Gut, ich war hier geschäftlich und ich habe von anderen Leuten Gedanken, dass ich wirklich ich wollte nicht nur gehen, wo ich Leute fragen immer könnte, do you speak English? Ich wollte eigentlich ein bisschen mehr in Deutschland erleben und solche tun. Ich habe gedacht, ich sollte ein bisschen Deutsch lernen. Okay, und dann wurde es Bamberg. Bamberg, natürlich. Warum? Wo sonst? Okay, also dann dazu keine weiteren Fragen. Ich glaube, ein Kollege hat mir gesagt, Bamberg ist ein sehr schöner Staat. Ich habe einen Kollegen gefragt oder gesagt, ich wollte einen Deutschkurs machen. Ich habe ein paar vorgeschlagen, denn sie hat gesagt, Bamberg ist sehr schön. Okay. Und so, ich bin nach Bamberg gegangen. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt, Mike, aber es war wirklich einzigartig 1996. Du hast damals deinen Deutschkurs nicht bezahlt. Ich weiß, ich habe einen Tausch gemacht. Ihr habt ein schönes neues Gerät für den ganzen Europa-Markt bekommen. Es heißt ein HP All in One. Viele Leute, ihr wart eigentlich ein von den Ersten mit so einem Gerät. War das hier, ich bin hier rübergekommen, dieses Gerät hier zu, wie gesagt, vorzustellen und verbreiten. So, okay. Wir waren ja ein von den Ersten. Ich hoffe, du hast dieses Gerät immer noch. Natürlich, es ist im Museum von Bamberg. Okay, inzwischen. Okay. Ja, das war nämlich, Mike hat für, ich darf das sagen, Hewlett Packard gearbeitet. Ja. Und er hat tatsächlich mit einem Farbdrucker bezahlt. Nein, nicht Farb, ein All-in-One. Oh, All-in-One, Entschuldigung. Yes. Okay, schulde ich dir noch etwas? Nein, ein Glas Wein. Und Mike, heute, du wohnst immer noch in der Pfalz? Früher habe ich in Baden-Württemberg gelebt. Okay. Und jetzt ich wohne in der Pfalz. Wie kommt man als Kalifornier in die Pfalz? Ich dachte, alle Leute wollen von Kalifornien in die Pfalz kommen. Das stimmt, nee, aber du? Ich habe, als ich in Baden-Württemberg war, ich habe einen schönen Deutschen kennengelernt. Erst, ich habe nicht geplant, 26 Jahre in Deutschland zu bleiben. Es war geplant, 3-4 Jahre. Und dann in meinem vierten Jahr, ich habe eine sehr schöne Pfälzerin kennengelernt. Ich glaube, sie ist kurz hier. Hallo. So, deshalb bin ich in Deutschland geblieben und auch wir sind in der Pfalz umgezogen wegen meinen Pfälzerin. Und ich freue mich so sehr, dich heute hier wieder zu treffen, nach so langer Zeit. Und wir treffen uns immer wieder und es ist immer eine schöne Zeit. Ganz genau. Es ist nicht das erste Mal, dass wir uns wieder treffen nach 26 Jahren. Es ist schön, dass ihr auch Spaß in der Pfalz habt und hier gerne kommen. So. Sehr gerne. Und jetzt sagen wir Tschüss.